Ich kann mir vorstellen, das war eine sehr intensive Zeit. Konnten Sie sich schon in Ihr neues Ressort entsprechend einarbeiten? Und wie ist so das Fazit nach diesen 100 Tagen? Was können Sie sagen, was haben Sie mitbekommen von der Vorarlberger Sportlandschaft? Danke. Das habe ich befürchtet, dass das nicht hergeht. Die ersten 100 Tage waren wirklich sehr spannend für mich. Ich habe festgestellt, wir sind genau der richtigen Ressort. Sie sind sehr viel Leid geschnitten und es ist einfach immer wieder sehr, sehr beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement in diesen Bereichen gearbeitet wird. Und natürlich vor allem im Bereich Gesundheit und Sport, die gehen einfach einander, ineinander über, Hand in Hand. Und es freut mich sehr, wir haben ja auch begonnen. Wir haben einiges vor den kommenden Jahren auch, zum Beispiel neue Sportstrategie zu erarbeiten und haben dafür einen ersten Auftakt veranstaltet mit allen Verbänden. Was das bedeutet, Verbände und Vereine in Vorarlberg ganz leisten, ist sehr, sehr beeindruckend und ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Frau Sportlandesrätin, wir blicken die kommenden Jahre, Sie stehen jetzt am Beginn der Tätigkeit in diesem Ressort. Wie sind Ihre Ziele im Bereich des Sports in Vorarlberg? Ja, das sind wesentliche natürlich. Vor allem möchte ich alle mit einladen, dass wir den Sportbereich in Vorarlberg weiterentwickeln. Ich glaube, es ist so sehr, sehr viel passiert. Wir haben gute Rahmenbedingungen. Wir müssen vor allem für den Spitzen- und für den Leistungssport diese weiterhin verbessern. Wir haben ein starkes Olympiazentrum, gute Angebote und dort die entsprechenden Servicestrukturen noch weiter zu verstärken. Das wird ein wichtiges Thema sein. Mir persönlich liegt es auch am Herzen, dass wir für Athletinnen und Athleten auch die duale Karriere weiter mit unterstützen, Schulausbildung, Berufsausbildung, damit man auch immer dieses Zweitbestandsbein hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig im Bereich des Breitensportes und des gesamten Ehrenamts, das im Hintergrund steht, müssen wir ebenfalls die Strukturen dafür schaffen, dass es weiterhin möglich bleibt, die Funktionärinnen und Funktionäre Servicestrukturen mit unterstützen und auch aufbauen. Und vor allem das Thema Prävention liegt mir ja sehr am Herzen, die Menschen in Bewegung bringen. Oder? Bewegung macht Spaß, macht Freude und ist nicht nur mit Druck zu sehen, sondern mit einem positiven Schmiss. Das wäre mein persönliches Ziel, dass wir das schaffen. Persönlich liegt mir sehr am Herzen, das Projekt Erfolg ist eine Frage der Haltung. Diese Faktoren, die wir auch über das Olympiazentrum und über die Fachverbände weiter sehr stark streuen, dass man sieht, es braucht für persönliche Erfolge, egal in welchen Bereichen sie stattfinden, einfach, es braucht Eigenverantwortung, es braucht Mut, Wille, Begeisterung und positives Herangehen und dafür uns gemeinsam einzusetzen, auf diese Arbeit freue ich mich mit allen, die auch heute da sind. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass diese Sportveranstaltungen, zu denen Sie natürlich zahlreich eingeladen sind, vorwiegend an den Wochenenden stattfinden. Bietet man da trotz einem vollen Terminkalender unter der Woche in politischer Hinsicht und den Einladungen als Gast irgendwo teilzunehmen, auch noch Zeit, selbst aktiv Sport auszuüben? Ich glaube, diese Zeit, wir können nicht nur das allen anderen immer anraten, selber nicht tun. Natürlich muss man sich versuchen, diese Zeit zu nehmen. Ich versuche das dann mit der Familienzeit zu verbinden, dass wir mit der Familie gemeinsam schon schauen, was alles möglich ist. Und auch die Sportveranstaltungen gemeinsam zu besuchen. Den kann man in den Jungs. Ich freue mich ganz besonders immer über die Einladung und hoffe, dass ich sie ganz viel dazu bewegen kann, mitzugehen. Und dann ist es auch gemeinsame Zeit, aktiv und passiv. Vielen Dank, Frau Sportlandesrätin.